Fans von Ostsachsen TV, neben mir steht ein bekanntes Gesicht hier in Dresden beim Adeli Award. Diesmal in einer ganz, ganz neuen Funktion. Katrin Huss, du hast gesungen. Ja, das ist eines meiner Hobbys. Ich habe ja viele. Und ich habe festgestellt, als ich vor 2 Jahren den ersten Jakobsweg gegangen bin, dass ich gerne singe. Immer wenn es schwierig wurde und wenn man wandert und so vor sich hin trottet. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es mir gut tut, wenn mir das Freude macht, baue es doch mal aus. Habe mir einen Produzenten gesucht und fleißig geübt und jetzt singe ich halt. Vor allen Dingen, du warst dieses Jahr schon wieder den Jakobsweg laufen. Das heißt, irgendeine festliche, magische Kraft muss das ja haben. Also wer einmal anfängt zu pilgern, der wird es immer wieder tun. Es ist einfach ein Gefühl von Freiheit. Ne? Man packt seine 7 Sachen, hat einen Rucksack und läuft einfach los. Das kann man ja von Görlitz genauso und geht dann halt durch Deutschland. Ich fliege halt nach Spanien oder Frankreich und laufe von dort los, weil die Wege sind sehr gut markiert. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist alleine unterwegs. Gerade jetzt in der Corona-Zeit trifft man kaum Pilger. Man ist in den Herbergen. Man hat alles, was man braucht und der Weg führt einen zum Ziel am Ende. Wunderbar. Vor allen Dingen werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch sehr, sehr viel mehr von dir sehen, weil du bist von der Bildschirm oder von der Bildfläche nicht verschwunden. Du bist zwar im MDR raus, aber du bist bei ganz, ganz vielen kleinen anderen Sendern und Produktionen auch immer wieder zu sehen. Und wie ist es so für dich jetzt, wenn du sagst, das große Fernsehen und das andere Fernsehen, was für Welten tun sich da auf? Das ist völlig egal, ob man jetzt vor 2 Millionen Zuschauern spricht oder vor 10 Leuten in einer Yoga-Gruppe. Wichtig ist, dass es vom Herzen kommt und dass man authentisch ist und dass man was zu sagen hat. Was ich gehört habe, du warst ja auch beim Bautzener Friedenspreis dieses Jahr. Du saßt im Publikum und du warst ziemlich ergriffen und hast gesagt, wir haben uns ja kurz unterhalten, du willst mehr für die Friedensarbeit auch machen. Ja, ich finde das faszinierend, dass sich Menschen derartig engagieren. Und ich bin ein großer Fan von Barbara Rütting. Leider habe ich sie nicht mehr interviewen können. Die ist ja in diesen Jahren gestorben. Und ich habe gedacht, so wie die Frau so agiert, ne, in verschiedenen Bereichen, auch für Umwelt und für Tierschutz, das würde ich auch gerne tun. Vor allen Dingen würde ich mich freuen, dich auf der Bühne vom Bautzener Frieden auch mal begrüßen zu dürfen. Ich weiß, wir haben eine Einladung auch an dich ausgesprochen. Jetzt haben wir natürlich noch Planungsarbeiten. Wir müssen gucken, wo geht die Reise hin, Corona hin oder her. Die Einladung ist das eine, neues Gesicht und vor allen Dingen deine Begeisterung für den Preis auch ein Stück weit zu untermauern, weil du moderierst doch gerne. Ja, und wenn ich das vielleicht mit dir zusammen machen könnte, wären wir, glaube ich, ein ganz gutes Paar, oder? Schauen wir mal. Zumindest tut die Anziehungskraft schon mal gut. Ich freue mich, dass wir uns heute hier getroffen haben. Wie hat dir der Adeli Award gefallen? Ich finde es gut, er läuft ja noch. Ich finde es toll. Ich fange jetzt gerade an, mit verschiedenen Frauen mich zu unterhalten. Man macht sich so gegenseitig Mut. Ne? Es ist auch mal schön, dass Frauen miteinander sind, sich gegenseitig ein bisschen unterstützen, auch mal von sich erzählen, was nicht so gut lief und damit dem anderen zu zeigen, hey, es ist nicht immer alles rosarot, es geht nach einem Tief auch mal wieder hoch. Und ich glaube, dazu ist der Abend da, dass man sich vernetzt. Vor allen Dingen ist jede Frau, die heute hier ist, aber auch ich als Hahn im Korb ein Stück weit, es sind noch ein paar andere Männer da, aber an sie sind alle Gewinner, weil sie sind rausgegangen, sie vernetzen sich und sie leben etwas mehr miteinander. Und ich finde, was mir zumindest immer wieder auffällt, ist das dritte Mal, ist die Energie, die aus dem Raum rausgeht, die ist spürbar. Ja, man hat, also ich habe die ganze Zeit jetzt so ein Lächeln drauf und das ist auch so, man versucht sich so ranzutasten, man geht mal zu dem Tisch und fängt einfach ein Gespräch an und dann ist nach 2 Minuten gleich drin. Du bist so bescheiden. Ich weiß, hinter dir steht immer eine Schlange von Menschen und die fragen, aber ja, gefühlt ist es schon so ein Stück weit. Manche trauen sich vielleicht auch noch nicht, aber ja, auf die gehe ich dann zu. Genau. Zumindest ist Netzwerken offline wertvoller, wertvoller geworden. Ich meine, man merkt so ein bisschen, die Leute haben eine Sehnsucht, da wieder rauszugehen, sich zu begegnen. Deswegen genieß den Abend noch ein bisschen. Und gibt es so ein kleines Highlight, wo du sagst, das hat mir heute Abend am meisten bedeutet oder das fand ich, das hat so besonders hervorgestochen? Na, unsere 3 Nominierten. Also die Geschichten finde ich klasse und auch, wo unsere Gewinnerin auf der Bühne stand und von sich erzählte, das hat mich schon emotional berührt, ja. Absolut, vor allen Dingen eine gigantische Bandbreite, ne? Von bis und auch aus allen Regionen, aus Ostsachsen, aus Görlitz war ja auch eine Bäckerin dort. Mutter von 9 gemeinsamen Kindern, also das ist schon beeindruckend, oder? Also diese Frau werde ich besuchen, das habe ich mir schon vorgenommen, mit ihr ein Interview machen und vielleicht bei ihr auch das Backen lernen. Also sie macht ja Seminare im Brotbacken und Brötchen, sie macht ja so eine Bio-Bäckerei. Das finde ich spannend.
Absolut. Und um sicher die Treppen raufzukommen, gehen wir dann zum Metallbau über, weil Metallbau Lottes aus Kram ist, auch aus Ostsachsen. Also dieses Jahr hat Ostsachsen sich sehr, sehr gut verkauft. Auch wenn der Gewinner nach Leipzig geht diesmal. Wir werden nächstes Jahr wieder angreifen. Wir werden den Gewinn zurückholen in unsere Region. Schön, dass du da warst. Genieß den Abend noch, ja, und danke. Bis zum nächsten Mal. Gerne.